记录生活，见证时代。欢迎收看《纪录片编辑室》。如今，全球化的进程是越来越快了。中国人去国外工作，外国人呢，来中国投资，早已经不是新鲜事儿了。然而，今天我们要为您讲述的这个故事啊，可不一般。2003年，有400多位中国工人千里迢迢来到了德国的多特蒙德，他们的任务呢，是把一家全球最为先进的焦炭厂整体给拆迁了，然后搬回中国。背井离乡的中国工人每天工作12小时，一周工作7天，拿400欧元的月薪，却干着德国工人4000欧元也不愿意干的工作。当勤奋的中国人遇见严谨的德国人，一开始他们的合作是并不顺利的。中国人要的是快速，要的是高效，而德国人呢，他们却坚持有板有眼的照章办事。这个双方常常因为工作理念的不同而冲突不断。把这个焦化厂搬回去以后呢，那么也就等于把这个焦化厂原来设计的7米63的这个炉型的所有的技术资料买回去了。回去以后呢，那么就是在中国将可以很快的通过鞍山院，那么推广到全国，是7米63的炉子在全国，那么炼焦行业都可以推广使用。那么也就是说，眼矿呢等于在焦炭行业，将中国的焦炉炉型向前推进了20年到30年。Ja, seitdem die Anlage aufgemacht worden ist, seit Ende 92. Bis zur bitteren Neige. Bis zur Demontage. Ja. Ja. Angefahren und abgefahren. Angefahren und abgefahren, genau. Bis zum. Ja. Die arme Seele ist am Ruhe. Schön, so was es gab, ne? Ricke.Das Schönste, was es gab. Ja, war doch modernster Arbeitsplatz der Welt. Kann man sich das so vorstellen. Gab doch nichts Moderneres. Für uns war das ideal. Ne? So. Erfinderisch sind sie. Kann man ja nichts lesen. Nee, das ist ja nichts gegen einzuwenden, aber das ist nicht die Steckdose hier. Die Steckdose.Völlig verkehrt. Das ist ein Seitenschneider. Ja, das wird sofort abgeschnitten. So kann man das nicht lassen. Ausschluss, Sense. Warte. Ich will gucken, wie das aussieht. Schade, dass wir keine Polaroid-Kamera haben. Ja, da drüben haben sie es aber noch anders gemacht. Na, schneid ab. Alles weg. Nee, pass auf. Ausschluss, Sense.Nichts mehr. Wie geht das nicht? Sind das Elektriker, die das machen? Was? Sind das Elektriker, die das machen? Hier haben sie Elektro. Von euren Leuten? Ja. Sind das Elektriker, die diese Arbeiten machen hier? Diese Lampen anbauen, Steckdosen einbauen? Ja, ich glaube so. Ja, glauben heißt nicht wissen. Aber nachts können sie nicht schlafen. Diese Leuchtung dauert immer.Und sie müssen. Geht doch anders. Ja, jetzt ist gut. Aber sie musste das etwas bauen. Ja, aber das dürfen keine Leute machen, die nicht, die keine Elektriker sind. Ja, ich verstehe.
Die haben da selbst Hand angelegt, wieder an die elektrische Anlage und irgendwelche Anschlüsse gemacht, die wieder jeglicher Vernunft waren. Ja, wissen Sie, ich habe sie jetzt mal gefragt, ob das Elektriker sind, die das machen. Ja. Da hat sie mir eine ausweichende Antwort gegeben, dass sie ja nachts nicht schlafen können, weil das Licht nicht ausgeht. Da kann ich ja nichts mit anfangen. Und die haben hinten an der Kohle, sind sie ja am Bleche abbauen, haben sie Leitern zusammengebunden mit Draht, die benutzen sie. Ich würde sofort weitergehen. Ist zwecklos, was zu sagen. Ja, ja. Die fangen jetzt an, am Kohlebett zu schweißen. Ohne Schaumteppich, ohne alles. Es ist immer voll, die Kohle fängt an zu glühen. Innerhalb von einer Stunde hast du das ganze Kohlebett unter Feuer. Die brennen, die schweißen, die brennen da. Die brennen. Die brennen. Ja. Brennen. Aber dieses Papier muss übersetzt werden. Das hier ist es. Ja? Dieses Papier. Das Papier. Also hier ohne Dolmetscher geht hier nichts. Wir müssen rüber. Wir müssen ihnen das erklären, dass die da oben sich... Aber er hat einen Sicherungsgurt. Scheint da oben festgemacht zu sein. Ja, und da ist diese ominöse Leiter. Die werden wir jetzt mal... So was verwenden. Wenn ich den jetzt die Leiter wegnehme, dann kommen die da nie wieder runter. Ja. Ich werde es wohl tun müssen. Nur ist diese Leiter zu... Die Leiter, die liegt jetzt da an der LKW-Verladung. Die können Sie sich angucken. Man kann keine Leiter nehmen, die mit Draht zusammengebunden ist. Das geht ja nicht. Ja, okay. Ja? Das ist eine ganz große Unfallgefahr. Mhm. Die Leute, die bringen sich hier gegenseitig um. Ja? Ja, okay. Ja? Okay. Es wird zurzeit hier Brennarbeit durchgeführt. Schweißbrennarbeit. Der Gurschwitz vom Bercher hat die Zulassung oder die Erlaubnis noch nicht erteilt. Das heißt also, momentan werden solche Arbeiten nicht durchgeführt. Wir bleiben dabei. Die Erlaubnis ist noch nicht erteilt und das soll auch noch im Moment. Das wird wohl nächste Woche der Fall sein, dass sie erteilt wird. Ja, sehr schön. Vorbrenn- und Schweißarbeiten. Dieses Formular zu machen. Das habe ich schon an den beiden Demontagefirmen verteilt. Das muss übersetzt werden und diese, vor allen Dingen diese Punkte, diese Sicherungsmaßnahmen, die hier hinten stehen, die müssen vor Aufnahme von Brenn- und Schweißarbeiten beachtet werden. Das ist für die Seele. Das ist für die Seele. Die haben schon. Das heißt, erstmal übersetzen. Wir müssen das jetzt beobachten. Das ist klar. Werden Sie wahrscheinlich nicht meinen. Dann,
第五，严把安全。第六，协作配合。我认为八到十月上旬在德国是一个施工的黄金季节，力争呢达到16000吨到20000吨设备。Das gehen. Dann arbeiten die vom Hellwerden bis zum Dunkelwerden. Die arbeiten im Prinzip nur 8 Stunden lang. Und das wird schwierig, dann einen Überblick zu haben. Kaltstein, wenn ihr euch ein gutes anschaut, seid ihr schneller als mit dem Brenner. Und ihr sauberer. Da bauen wir sowieso nicht wieder auf. Ja, das ist kein Problem. Ja, Chinesen sind auch klug, nicht der Dumm. Ja, das ist ganz klar. Ja, Sie haben nicht gesagt, wir haben ganz schlaue Bullen hier. Das ist keine gute Zusammenarbeit. Immer Probleme gebaut. 89年，谈不上专家，因为焊接无止境，我的学海无涯。我的梦想咋说呢？当工人嘛，其实我很想改变自己的现状，但是有一说又不能为力，工作性质没办法，一年四季到处奔波。喂，宝宝，再喊个爸爸。希儿，你想不想爸爸？他是想家了，实在想家了。Ja, es wird weniger. Man überlegt, dass die jetzt eine Kokerei hier abbauen, also Kaiserstuhl, und diese Kokerei einmal aufbauen in China als Muster und dann 3 oder 4 weitere dann davon gebaut werden. Vielleicht sind die ja in 4, 5 Jahren fertig. Dann kommt Koks aus China. Vielleicht doch. Nur ein bisschen aufpassen. Wenn ihr euch ein gutes anschaut, seid ihr schneller als mit dem Brenner. Und ihr sauberer. Und das könnt ihr die Stücke nachher besser zusammensetzen, als wenn ihr mit dem Brenner. Denn die müsst ihr alle mit der Flex dann nachher die Kanten alle noch arbeiten, wieder, wenn ihr sie hinten in China wieder aufbaut. Ja, bauen wir sowieso in China auf. Ja, das ist kein Problem. Ja, Chinesen sind auch klug, nicht der Dumm. Ja, das ist ganz klar. Ja, Sie haben nicht gesagt, wir haben ganz schlaue Bullen hier. Das ist keine gute Zusammenarbeit. Immer Probleme gebaut. Ja, aber... Ja, wir wissen warum. Wir kennen so alles hier. Ja. Ja. Aber ihr müsst doch auch... Solche Situation oder solche Zustände geht nicht weiter. Also, das, was ich schon immer gesagt habe, vorher quatschen. Ja, jetzt machen wir auch ein bisschen Theater. Ja, auch, ja. Ja, ist doch aber so. Wissen Sie, du bist mein Freund. Ja, unsere Firma bauen diese Anlage nicht das erste Mal auf und das erste Mal ab. Ja. 20 Jahre gearbeitet. Wir haben auch viele Erfahrungen für diese schrotten Anlagen. Hier drüben die Höcher auch abgebaut. Auch abgebaut. Dort auch gibt es auch solche dicke Rohrreiter. Wir haben auch gebrannt. Das war nicht was passiert. Ein Hochofen und eine Kokerei. Das ist ein weiter Unterschied. Ja, ich weiß, ja. Das ist nicht so zu vergleichen. Nein, ihr müsst einmal sehen, wir haben bestimmte Auflagen, Sicherheitsvorschriften, die wir erfüllen müssen. Ja, Sicherheitsvorschriften oder Gesetzgebungen sollen wir auch einhalten. Ja, das warum ist ganz tut klar. Ihr das nicht? Das ist doch das, warum... Wir haben es schon getan. Nein, habt ihr nicht. Nein, so. Bis lang hier. Ja, tschüss.
上呢，就是4:30就要起来，起来以后煮稀饭呐、啊，炒花饭，热牛奶，再把那个面包啊，都把它放在脸盆，放在盆子里头摆好，把那个饼子大饼，土耳其大饼啊，把它蒸一蒸，再就是早上呢，还有他们6:20，基本他们都起来吃饭，等他们吃完饭以后，7:00，我们就全部。我们吃完饭以后就开始准备中午的菜，切着切肉啊，切着切菜呀、啊，啊，把那个早上菜的稿都弄完以后，然后呢，再就是让一个人呢就负责炒菜，其他人呢就是蒸，再把饭蒸出来，把中午的汤打出来。中午这个开完饭，12:00开饭了，半个小时基本上都开完了。开完以后，我们就把这些盆子都一收洗干净以后，啊，然后我们就洗。休息一下，然后到下午3:00再准备下午的菜，下午再到7:00开饭。那你89年，谈不上专家，因为焊接无止境，我的学海无涯。我的梦想咋说呢？当工人嘛。其实我很想改变自己的现状，但是有些时候又无能为力，工作性质没办法，一年四季，到处奔波，很想自己再学点什么，但是。又静不下那颗心吧。其实很想改变自己的工作环境，不想这么辛苦。我想也许哪天自己会再去读点书，改变这个工作环境的。在这边挣的钱回去买一部电脑，完了其实最主要的还是为孩子以后上学啊，希望他以后不要像他老爹这么没出息哦。反正，希望他多学一些知识，也不要像他老爹这么辛苦啊，工作环境好一些啊，反正能当个白领就行了。
这次发生就在那逃婚。我一个月在这儿还不是还不对付现金，开始来拆炉顶的那段时间是平均一个月是4000元人民币，也就折合于400欧元。总觉得休息不好，甚至我可以这样说，下班以后只要我以前是偶尔，现在几乎是天天做梦，就因为压力大了，知道吧？天天做梦就是在这儿工作工作，拆这拆那，而且还很清晰，要先拆哪后拆哪，就说这个程序干啥，虽说是梦，还很有条理，但是没有哪一天不是，至少有半晚上都做这种梦。Wenn wir jetzt darüber gucken und sehen da drüben da die Batterie und die Öfen, müsst ihr euch vorstellen, das war alles überbaut. Alles überbaut, war alles abgedeckt. Und nochmal von der Höhe nochmal so 6-7 Meter drauf, wo die da oben auf der Decke gearbeitet haben. Das war eine riesengroße Halle. Und Leute waren da drin. Boah. Leute ohne Ende.Das schaffen die alleine nicht. Das geht nicht. Denen fehlt einfach die Erfahrung mit so einer großen Kokerei. Die einzufahren, wieder aufzubauen, das wird so ohne weiteres nicht gehen. Nur mit Nummern geht das alleine nicht. Wenn man da vorne guckt, da liegen so viele Sachen, vor allen Dingen Hydraulikleitungen, Steuerleitungen und sowas. Das kann man zwar lesen, wie etwas funktioniert, aber wie es tatsächlich ist, das wissen die nicht.Und dazu brauchen Sie das Wissen von den Leuten, die hier gearbeitet haben, von den Leuten, die die Kokerei eingefahren haben. Die müssen da einfach mit. Da kommen so viele Dinge auf die zu, die wir auch beim Einfahren von dem einen und anderthalb Jahren gehabt haben. Und das Wissen haben die nicht. Und da brauchen die einfach Hilfe. Geht es, das geht so nicht. Kriegen die nie in Betrieb, glaube ich nicht.Wenn sie das 8 Jahre gemacht haben hier und haben immer alles gewartet und zugesehen, dass immer alles gelaufen hat. Und sie sehen jetzt, wie die Geräte, die ausgebaut werden, oder Maschinenteile, die ausgebaut haben, dass sie auf einmal einfach draußen stehen und dann verrotten. Ne? Naja, und, ich meine, man könnte ja sagen, es könnte ihm doch egal sein, es ist doch ein Ende hier. Nein, das geht nicht. Das funktioniert nicht. Man hat ja damit gelebt. Denn ich sag mal, Arbeit war das zweite Zuhause. Ja? Denn es sind ja viele Teile dabei, an denen ich gearbeitet habe, an denen ich mitgearbeitet habe. Und die ich auch gewartet habe. Und dann hängt man auch so ein bisschen da dran. Das ist nun mal so. Das kann er nicht einfach wegtun. Ne? Denn man war immerhin Teil des Ganzen. Ne? Ich bin auch nur ein kleines Rädchen, aber.Man gehört da einfach dazu, ne?就让这份情
欢成功。你总是如此如此如此的冷漠，我却是多么多么多么的寂寞。是个多年的我各奔东西，我会永远把你留在生命里。喂，宝宝。嗯。再喊个爸爸。嗯，你给爸爸，爸爸想不想要爸爸给你买 QQ 糖啊？啊，想不想吃啊？琪儿，你想不想？琪儿，你想不想爸爸？嗯，靠是想家了哦。我说。靠是想家了，实在想家了。Das ist schon ein Kunststück. Das ist das erste Mal überhaupt, dass eine Kokerei umgesetzt wird. Das hat es noch nie gegeben. Ja, die müssen die Leute ja in Brot und Arbeit haben in China. Da sind genug Leute, die Arbeit brauchen. Das ist ja nicht so wie hier. Das ist 年前还是也不敢说你是中国人，现在可以，好多人走出去，他可以听得懂，我是中国人，就像他们说的，我们是多钱。我希望下一次我来搬迁的工厂是德国的生产这个空中客车的这个飞机场搬迁到中国去。输家赢家，记录。这个中国人那个过春节啊，那个风俗习惯是吃圆子，团圆的意思，这就是肉圆子噻，团圆是这个菜的意思不？这个吃那肯定是明天晚上大年三十团圆饭再吃。集装的老曹师傅们，这次在这个拆解项目中间，大家常来聚聚，辛苦了。代表项目部感谢大家，然后代表公司跟大家拜个年，那个谢谢大家对工作的支持，我们一起，你们喝一口，我干掉啊，以示谢意。好，来来来来，准备。红包已经发了。你在这等电话呢？打不通。这不是你们五七四。3021877。My wife, my baby.
这里是那五的这边的这一个，那那一个的话呢，在这个项目公司的给的指标是重伤事故7%，也就1000个人里面，车旧设备因为我们的事故率比较高一点，但是这一个概率在我们这儿是远远的超过了，也就是我们当时来这儿来的人应该一个重伤都没有，但是我们现在这里的情况是完全突破这个指标。我就像王经理自己说的一样，我们公司里给他们3个人签的合同，其中有一条就是这个安全，如果安全事故突破7%，那么他们的10000块钱的抵押金，按公司按这个合同的签订约束，是应该全部要扣完的，也就是没有兑现。我们在现场施工，我们的安全应该比我们的进度更要重要。Das ist schon ein Kunststück. Das ist das erste Mal überhaupt, dass eine Kokerei umgesetzt wird. Das hat es noch nie gegeben. Es hat noch keiner eine Kokerei umgesetzt. Also belastet tut mich das überhaupt nicht. Das ist schön, dass man sieht, dass das runtergeholt wird. Da sind ja ein paar Schweißnähte mehr. Ja, die müssen die Leute ja im Brot und Arbeit halten in China. Da sind genug Leute, die Arbeit brauchen.Ja, das ist ja nicht so wie hier. Ich meine, hier brauchen die Leute auch Arbeit, aber die können sich nicht mit sowas abgeben. Mit sowas beschäftigen. Sondern womit? Tja, mit. Ich sag mal, mit anderen Arbeiten, die hier gebraucht werden. Ja, da bitte Sie auch hier. Unter mehr tun, mehr arbeiten. Das tun wir ja. Das Problem ist hier, du hast die deutsche Technik, ist irgendwo, das sind Sicherheitsstandards, die kannst du nicht mehr überbrücken. Früher ja. Konntest du Schlüssel umdrehen, machen, tun, geht heute nicht mehr. Es ist alles nur Computer, Software drin, die kannst du nicht mehr überbrücken. Ja, das ist ja auch schlecht. Gut, wenn es ist auch ganz anderes. Ah, mit der Schließe kann man auch brücken, überbrücken, macht auch alles. Nein, macht nicht mehr alles heute. Stufenlos machen besser. Nicht stufenlos. Ja! Stufenlos, gibt nichts mehr stufenlos. Deswegen passieren auch keine Unfälle mehr. Dann kannst du sehen, wie du willst. Aber Zeit versäumt, sowas passiert. Ja. Die Leute bleiben am Leben. Ja. Wir wollen auch leben. Ja, ich ja. auch. War da dem Dio.只要他那压力表不施压，啥事没有。咱们在井下800米深，那个压制住，别说渗油了，滋滋滋往外冒油，不停的往里补油。这些人啊，不光一个是这个，这些人啊，你说是有一点不对的，谁都不愿意穿这个车的，那要命了。那这样的话，我们在井下那800米井下采煤的话，那就一天都甭干。那所有的那个这么粗那个千斤，顶着那个岩层的顶板，嘎嘎嘎嘎就这么响。你说是不是？哪个不渗油？哪个不渗？那你这是那个，按照他那是不对的。你还嘎嘎嘎，你这违章操作，你还在这宣传呢。亲爱的，如果说。没有那个，哪来的眼眶效应？上哪儿拿钱买这玩意儿？
Also besseren Koks haben wir in Europa nicht gekriegt. Nein. Das war also wirklich trotz der Kohle, die nicht optimal war, ne, hatten wir also hier auf Kaiserstuhl wirklich Koks produziert, der qualitativ sehr, sehr hoch war. Feuchtigkeitsanteil war sehr, sehr, sehr gering, lag immer unter dem, was die Kunden gefordert haben. Ne? Das ist also, ja, das konnten wir hier schon machen. Wir haben also wirklich gute Arbeit geleistet hier. Am Anfang, wie wir dann den Ärger gehabt haben, wie die ihre ersten Stromleitungen gelegt haben, da war das. Hier, da sehen Sie ja jetzt gar nichts mehr von. Ne? Da ist ja alles weg. Existiert ja nichts mehr. Alles futsch, weg vom Boden. Das waren die ersten Anfänge, wo der Ärger dann angefangen hat, wo mit denen erstmal klarkommen mussten, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Ne? Das ist ja auch schon über ein Jahr her. Ne? Da steht nichts mehr. Nur noch die Betonmauern und die Säulen und der steht nicht mehr.可以说，我前一个时期写了几句，话，也就是说。秋雨炸雷惊天地，姹紫嫣红绿影伴。通过这些自然风景的描写，也应该说抒发了我的内心的感情。就说在德国，那么我们在德国朋友的帮助下，做出了我们应该做的，并且快速的完成了工作。同时呢，在金秋的季节。我们凯旋而归了。后面来了，后面文档，哎，文档，走。能不能两个人去领着？我也找的没有，找的挺好。哎，王两个人，来，王浩有那就我一个人了。要不五十的，没得了。那你再找一个人给你搭配你。天哪，你是杀人不见血的刀。这四个人吗你？可以呀，辛苦了。大家好，舒克找点生意，有哪里请你老子？那也是想要的，你们老子。So, das war's。Das war 14, 37 Jahre. 38,5 Jahre. Das ist ein Leben. Ja. Und immer voll. Wenn ich jetzt überlege, mal so überspringen würde, in der Zeit habe ich vielleicht 3 oder 4 Krankenscheine gehabt, aber nie länger als 14 Tage. Also ich komme bestimmt auch nicht über ein halbes Jahr, glaube ich nicht. Auf keinen Fall. Gut, gehen wir. Das ist ein Bambus, so die das Bambus. Prost!三个的，你要不我把你们。
搬迁工程结束一年之后，盐矿从德国引进的两座高炉产出50吨冶金焦炭，这标志着中国的炼焦技术一步跨越了20年。与此同时，由于世界范围内原料需求的增长，德国人从2008年开始不得不扩建国内的好几座炼焦厂。从这个角度来看啊，中德两家谁输谁赢，显而易见。但是，答案或许没那么简单。中国工人为了生计，远离自己的亲人，在异国他乡拼命的工作，而谈到自己对未来的憧憬，却一片渺茫。而德国工人呢，他们失去了自己为之奋斗一生的工作，关闭了祖辈相传的矿井，内心的苦闷同样难以言表。对于中德两国的工人来说，输家赢家又是难做判断的，唯有他们蚂蚁搬家的精神，跑步马虎的态度，赢了自己的人生。食物本身是用来满足机体生理需求并延续正常寿命的物质，当然事情并不止于此。当坚果咧开笑脸，当葡萄染上秋天的颜色，当鱼竿闪耀阳光的温度，有些食物已经跟人们的休闲生活密不可分了。那么就让我们回到生活本身，回到喜悦本身，从南到北，从都市到乡村，追寻中国人的零食故事。中国人的零食纪录片编辑室即将播出。